Motorsportfreunde, wir haben wieder mal den TT am Start und auf der Bühne. Wird relativ häufig gefragt, was ich gerade so mache an dem Fahrzeug, was ich umbaue dieses Jahr. Ihr seht, die Folie ist runter, das Fahrzeug wird verbreitert, der Käfig kommt komplett nochmal raus, wird nochmal lackiert, wird angepasst mit der neuen Folierung, die dann auch bald am Start ist. Wir haben schon ein geiles Design ausgesucht, wir sind uns mit der Farbwahl noch nicht ganz einig. Aber wenn wir das dann haben mit der Farbwahl, wird der Käfig dann angepasst, farblich und dann natürlich auch die neuen Sparkos, die ich hier geprüft habe, da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Die werden beide eingebaut. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, euch ins Auto zu setzen, um die Sitze zu testen. Das finde ich eigentlich viel cooler, als dass die Sitze da stehen. Dann habt ihr natürlich auch mal die richtige Haltung und könnt das mal, ja, absitzen halt, ne? Ja. Ja, also jetzt Sitze komplett raus, Käfig muss raus, Armaturenbrett kommt raus. Ich habe Bock, das Armaturenbrett beflocken zu lassen, finde ich mega geil. Dann blendet da nichts mehr und es bringt nochmal ein bisschen Motorsport rein. Die Seitenwand ist tot, wir haben sie jetzt auseinandergeschnitten, verbreitert. Wird das Fahrzeug mit Alsatec-Radblenden quasi, die seitlich noch dran kommen, kann ich euch gleich mal zeigen. Breitere Räder kommen noch drauf. Wir gehen jetzt auf 10er, 10x18. Und ja, vorne sind es dann komplette Kotflügel. Die sind schon montiert, zumindest der eine. Passt ganz gut. Also muss ich sagen, ist wirklich, wir haben jetzt noch nicht eingestellt, ist schon hohes Kino, was der Alsatec da bastelt oder baut. Die Blenden kommen hier. Stoßstange vorne ist auch runter. Wie ihr seht, habe ich eine andere bestellt im TTRS-Design vom Muggiano. Wer kennt ihn nicht? 4 cm tiefer nochmal wie die originale TTRS-Schürze. Fand ich mega, musste ich haben. Ja? Also ich hoffe, meine Frau sieht das Video nicht, sonst gibt es wieder Schläge. Ja, ich gehe dann mal an meinem neuen Sonic-Werkstattwagen vorbei. Davon weiß die Frau auch noch nichts. Ja. Und wenn die TTRS-Schweller, die jetzt auch gerade gekommen sind, dann dran sind, dann sieht die Verbreiterung so aus. Das sind jetzt noch die alten Räder, die ATS oder das GTR-Rad von ATS 9,5x18. Ihr seht, noch genug Platz, genug Luft nach oben, ja, oder nach außen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das Auto wird komplett im neuen Design auf der Strecke unterwegs sein. Ich hoffe, dass es im ja, Anfang April dann soweit ist, dass ich dann direkt dabei bin. Die Jahreskarte ist da, freue mich. Und jetzt seht ihr noch ein paar Shots, die wir machen während des Umbaus. Bis denne. Der mag Autos, oder? Ja, das ist noch Bruder, ich mach auch nur Brötchen bei dir. Familienherd. Aber komplett zerlegen das Ding. Hier schon Kratzer an die Stoßstange gemacht. Eieieiei. Hallo. Scheiße, du hast ein Loch in der Seitenwand an. Ja, da?
ich hab schon anrufen. Oh. Sette Hilfe. Ja. Musst du erstmal runter schlafen. Was sagen Sie dazu? Arschlochtag. Nicht so Kraftausdrücke, Elder Ifi. Ich bin glatt vorbeigespielt. Wieder haben. Nie wieder. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier mache. Freunde des gepflegten Motorsports, der Audi TT, ihr kriegt jetzt mal einen kurzen Zwischenstand. Verbaut wurden jetzt Verbreiterungen hinten, breitere Kotflügel vorne, TTRS-Schweller, der Heckflügel, den habt ihr ja letztes Jahr schon gesehen, der war schon drauf. Heckscheibe ist draußen, da kommt noch eine Makrolonscheibe rein, also dafür, dass ich eigentlich kaum was machen wollte, ja, ihr wisst ja, wie es ist. Drin noch absolute Katastrophe. Ich bin noch echt gemischt von den Gefühlen her. Ich hoffe, ich kriege das wieder zusammen. Björn hat ein bisschen geholfen. Er hat gesagt, ja, das geht schon. Das ist nur am Anfang so schlimm. Weiß ich nicht. Lieben Gruß an Björn. Vielleicht bist du dann beim Einbau wieder dabei. Der Kabelbaum, der da vorne liegt, ist eigentlich der Kabelbaum, der komplett nach hinten geht. Also alles komplett rausgezogen. Und das Auto wird von innen noch auslackiert. Der Käfig, kommt eine Folie drauf, etc. Eine andere Schürze ist vorne drauf gekommen. Die müssen wir definitiv auch nochmal zeigen. Sieht, finde ich, ziemlich scharf aus. Gefällt mir echt gut. War auch ordentliche Anpassungsarbeit nötig. Vielen Dank an den Markus dafür. Das ist so Fummelarbeit, da kriege ich die Krise. Und der kann sich da halt reinbeißen und macht das dann da, bis das gut passt. Ist eine TTRS-Look-Schürze, die normal 3-4 cm tiefer ist wie die originale TTRS. Also sieht mega aus. Ich bin mal gespannt, wie wir das Ding jetzt auf den Hänger kriegen. Ja, bleibt gespannt. Ich werde euch natürlich das Auto zeigen, wenn es fertig ist, weil so kann man ja nicht damit fahren. Ne? Wenn ihr euch das mal anguckt mit den Salamischeiben, die da jetzt da drunter sind, funktioniert das so nicht. Ne? Ja, also bis zum nächsten Video. Bleibt dran. Ziemlich wibbelig. Ich habe mal wieder Bock auf was Neues. Ich habe ja einen Rallye-Golf, den habt ihr ja schon gesehen oder den kennt ihr.